Ja, so dann herzlich willkommen zur Krankenhaus-IT-Journal-TV-Presserunde zum Thema Patientenportale. Wahrscheinlich eines oder das Thema 2024. Und ich habe wunderbare Gäste, eine ganz handverlesene Auswahl aus diesem Bereich, wobei ich dann auch, glaube ich, darum bitten würde, vielleicht, dass sich jeder einmal kurz zu Beginn dieser Presserunde vorstellt. Wenn ich dich bitten darf, vielleicht dort anzufangen. Dankeschön. Ja, ganz gerne. Andreas Henkel von der Firma The Eye Engineer, dort zuständig für das Thema Produktmanagement und auch für Großprojekte. Bernhard Kalmer, Geschäftsführer von der MDoc. Ralf Brandner, Geschäftsführer der Extension Deutschland. Frank Unglauben, Dedalus, Business Manager und Geschäftsführer CareBridge GmbH. Marc Heiderhoff, Leiter vom IKIM, einer Einrichtung der St. Franziskus Stiftung in Münster. Die Herren, ganz vielen Dank dafür. Wir steigen mal direkt ein, weil wir haben ja insgesamt in 2024, aber auch heute nicht, beliebig viel Zeit. Also starten wir mit dem Thema. Wir sind jetzt tatsächlich im Endspurt vom FTB 2, vom Fördertatbestand 2. Wir müssen jetzt liefern sozusagen. Und ich möchte anfangen mit dir, Marc, zu dem Thema, wie ist aus Sicht der Krankenhäuser, wie ist aus der Perspektive die aktuelle Situation? Die Situation ist herausfordernd, würde ich sagen. Es gibt an allen Stellen mehr oder weniger technische, persönliche, personelle Herausforderungen. Die Implementierung geht schleppend voran. Es hat alles sehr unterschiedliche Gründe, warum wir noch nicht so weit sind, wie wir sein möchten. Wir sind von der St. Franziskus Stiftung definitiv früh angefangen, haben auch unsere erste Implementierung in 22 schon gehabt und rollen weiter aus. Aber wir stoßen doch immer wieder an Herausforderungen, die wir von Anfang an in der Projektierung so nicht erwartet haben. Kannst du für die Herausforderung so ein, zwei greifbare Beispiele nennen? Also ich glaube, das größte Thema ist das Thema Interoperabilität und die Kommunikation von Systemen untereinander, die man im Krankenhaus betreiben darf, muss. Man hat sein KISS-System, man hat dann das Patientenportal, man hat weitere Subsysteme und da ist das Thema Interop definitiv wichtig. Ja, vielen Dank, Marc. Dann gebe ich das Wort mal an die Anbieter auch und von dieser Perspektive aus. Vielleicht darf ich mit dir anfangen, Andreas. Also wie ist aus eurer Sicht, aus eurer Perspektive die aktuelle Situation FTB 2? Also wir nehmen sehr stark wahr, dass man aus einer Anfangszeit sehr stark im Grunde sich sehr stark fokussiert hatte auf die Muss-Kriterien in der Umsetzung und wir eigentlich ganz froh darüber sind, dass jetzt im Grunde jetzt ein so ein gewisser Bereinigungseffekt da so ein bisschen entstanden ist, dass man sich viel mehr darüber Gedanken macht, jetzt auch mit den Prozessen auch mehr auseinanderzusetzen. Könnte manchmal ein bisschen mehr sein, als das jetzt momentan Stand heute schon so klar artikuliert wird. Aber auf der anderen Seite kann ich nur im Grunde genommen bestätigen, dass das Thema Interoperabilität, also die Sicherstellung, dass der Informationsaustausch zwischen dem, was jetzt vom Patienten geliefert wird und dem, was vom Krankenhausinformationssystem oder mit der entsprechenden Struktur, die vielleicht schon als Interoperabilitätslösung aufgebaut ist, dass das gut eben miteinander interagieren muss, dass das ein ganz starker treibender Thema ist. Das hat auch, sagen wir so, uns mehr oder weniger auch als Anbieter sehr stark auch bewogen, überhaupt in diesen Bereich reinzugehen, weil wir eigentlich ja aus der Interoperabilitätslösungsangebot eigentlich kamen und haben erst mehr oder weniger dadurch im Grunde genommen diesen Schritt auch gemacht, dass wir da auch mit anbieten. Ganz herzlichen Dank. Bernhard, wie ist es bei dir? Ich nehme den Markt im Moment als sehr differenziert wahr. Es gibt die Early Adapter, die heute eigentlich da sind, wo Andreas und Marc eben beschrieben haben. Die sind in der Umsetzung. Die sind auch in komplexeren Prozessen mittlerweile unterwegs. Und es gibt die Late Mover, die wachen jetzt gerade auf und stellen fest, dass man noch so ein Patientenportal braucht. Und das müsste bestenfalls auch noch bis zum Ende des Jahres installiert sein. Und da darf ich dann immer gerne hin und muss den Menschen sagen, dass das kein IT-Projekt ist. Und das ist, glaube ich, das, was in diesem Fördertatbestand so anders ist als in allen anderen Fördertatbeständen. Es ist kein IT-Projekt. Und das merkt man entweder früher, später oder zu spät. Und all das darf ich täglich erleben. Ja, Ralf, vielen Dank. Meine Erfahrungen sind eigentlich so die Mischung aus dem Gesagten. Also es gibt Kundenprojekte, die schon sehr weit sind.
wo Ausschreibungen in 21 teilweise schon gemacht wurden mit dem Fokus Patientenportal und KZG. Und solche Projekte sind heute schon umgesetzt. Die können dann relativ entspannt den Rollout in die Breite jetzt angehen. Das sind vielleicht noch einzelne Funktionalitäten, aber da ist der Zeitdruck gar nicht mehr da. Auf der anderen Seite gibt es heute noch Krankenhäuser, die ihre Ausschreibung vorbereiten oder gerade erst in der Ausschreibungsphase sind. Und denen muss man dann schon sagen, wie Bernhard das auch gerade dargestellt hat, das wird jetzt aber mal Zeit. Weil es kostet natürlich auch in der Breite Zeit, diese Funktionalitäten. Und FDP2 ist natürlich nicht nur in der Tiefe, sondern eben auch in der Breite recht umfangreich. Das geht wirklich von der Terminbuchung über die Anamnese bis hin zu Entlassprozessen. Und das sind eben dann nicht nur die notwendigen IT-Funktionalitäten, die gebraucht werden, sondern eben auch die Prozesse und der Rollout, der dann ansteht. Und dann ist das natürlich jetzt in der verbleibenden Zeit echt sportlich, sowas dann eben auch umzusetzen. Vielen Dank. Frank, bei euch? Ja, sehr ähnlich, wie jetzt es alle schon gesagt haben. Ich meine, wir kommen von vornherein aus dem Workflow-Ansatz, das dann auch mit Orbis zu integrieren und versuchen, die Kunden auch in diese Richtung immer zu bringen, zu sagen, das Ganze ist jetzt nicht nur irgendein technischer Zusatz, sondern es geht darum, die Workflows anzupassen, an bestimmten Stellen digital zu werden, wo man vielleicht bisher gerade im Entlassmanagement überhaupt noch nicht digital war. Da war viel Fax, E-Mail, Telefon im Einsatz. Das ist eine Umstellung und das ist tatsächlich eben nicht mal ebenso gemacht, wie die Vorredner auch schon gesagt haben. Das bedarf auch einiger Prozesse in der Klinik, die auch entsprechend unterstützt werden müssen. Und das, während gleichzeitig ja noch andere Fördertatbestände umgesetzt werden müssen, das darf man nicht vergessen. Das ist schon eine Herausforderung und der FDP2 greift letztendlich in alles rein und ist mit allen anderen Prozessen quasi verheiratet. Und das macht es so komplex. Natürlich kann man die Muss-Kriterien einfach mal so einführen, damit man den Haken setzen kann. Aber es geht ja auch darum, da Mehrwerte draus zu schaffen. Ja, jetzt haben wir es schon gehört und ich meine insbesondere das Thema der Prozesse und aber auch diesen Punkt, den Bernhard genannt hat. Es ist kein IT-Projekt. Erzeugt ja so eine Nachfrage. Also es erzeugt einfach die Frage nach den Ressourcen, die man dafür eigentlich braucht. Es ist halt nicht nur ein IT-Projekt, das heißt, man braucht übergreifend Ressourcen über unterschiedliche Professionen und so weiter. Da vielleicht mal die Frage an den Nutzenden unter uns hier. Wie ist das aus der Perspektive der Krankenhäuser? Da fallen ja Ressourcen jetzt auch normal nicht vom Himmel, zumindest habe ich das noch nie erlebt. Genau, das war auch meine erste Aussage, dass es ein personelles Problem ist, die richtigen Menschen da an die richtigen Stellen zu bekommen, um das abzuarbeiten. Ich bin völlig d'accord mit Bernhard, es ist kein IT-Projekt. Ich glaube, die IT-Voraussetzungen zu schaffen und das umzusetzen, ist eine andere Aufgabe, als die Prozesse innerhalb des Krankenhauses kennenzulernen, das Thema Change umzusetzen und den Patienten im Fokus zu halten, weil letztendlich machen wir es für den. Und auf der anderen Seite die Muss-Kriterien und die Pönale im Hintergrund zu haben, die einfach auch eine große Rolle spielt. Dann geben wir vielleicht mal an Frank weiter, dann haben wir ein bisschen andere Reihenfolge diesmal. Wenn das jetzt so ist, wie ihr auch unter anderem gerade gesagt habt, es kommen jetzt ein paar so Last Movers und so weiter und es wird dann irgendwann total überraschend so ein viertes Quartal, Weihnachten, Silvester und so, dann wird es ja eventuell auch bei euch einfach eng, weil dann muss passieren, dann muss noch irgendwo auch schnell geliefert werden in den nächsten Monaten danach. Vor welcher Herausforderung stellt euch das? Ihr seid ja in den anderen FTBs vielleicht auch noch dabei. Ja, also erstmal, das sind nicht ein paar Last Mover, das sind eine ganze Menge Last Mover. Da ist noch eine Menge Holz, was nicht ausgeschrieben ist oder wo noch nichts beschafft wurde. Wenn man mal anschaut, wie viele Krankenhäuser wir in Deutschland haben und wir können vielleicht mal zusammenrechnen, wie viele Aufträge jetzt so eingegangen sind, da muss noch viel offen sein. Also, und das macht schon eine gewisse Nervosität, sage ich mal, weil, wie gesagt, es müssen ja auch andere Projekte umgesetzt werden. Wir haben uns sehr, sehr früh auf eine Implementierungsweise eingestellt, auch bei den anderen Fördertatbeständen, die eben sehr effizient ist und wo eben natürlich auch viel online läuft, damit wir eben die Masse dann auch relativ zügig umsetzen können. Aber die Projekte sind alle individuell, machen wir uns nichts vor. Nicht jedes Krankenhaus ist gleich, nicht jeder ist gleich aufgestellt. Allein die Terminbuchungen, wenn die Ambulanzen nicht alle mal ein bisschen gleich arbeiten
dann geht es schon los, da wirklich zu beraten und auch zu schauen, dass die Prozesse so umstellen, dass sie auch ein Patientenportal nutzen können und Nutzen davon haben. Und das Gleiche im Entlassmanagement. Wenn ich meinen Sozialdienst in sehr unterschiedlichen Kategorien habe, dann muss ich den auch anerziehen, jetzt digital das besser nach Standard F ein bisschen zu machen. Das ist eine Herausforderung. Wir haben uns entsprechend aufgebaut, rechtzeitig mit Ressourcen, aber wir brauchen auf der anderen Seite natürlich auch die Ressourcen, die das in der Klinik umsetzen müssen. Ralf, gibt es bei euch Gedanken oder Vorgehensweisen, wo ihr sagt, wir haben uns jetzt, ihr habt ja jetzt auch gerade wieder aktuell was gewonnen, was jetzt auch durchaus Skaleneffekt haben könnte. Habt ihr etwas, wo ihr sagt, wir skalieren, wir haben eine Möglichkeit, effizient auszurollen, zum Beispiel, wir schaffen das irgendwie über diesen Weg? Weil über Menschen zu skalieren, wird wahrscheinlich auch bei euch nicht gehen, oder? Ja, also wir haben natürlich auch sehr große Kunden gewonnen, die eben auch skalieren. Über viele Häuser, MVZs bis hin zur Reha-Einrichtung. Und das eine ist natürlich Produktifizierung in der Software, dass man eben sagt, wir machen sowas ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon über einige Jahre. Und früher waren das oft Individualprojekte, wo jeder Kunde gesagt hat, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Das wird halt jetzt nicht mehr funktionieren. Ja, das kommunizieren wir auch an die Kunden, dass es jetzt erstmal darum geht, Funktionalität zur Verfügung zu stellen, diese zu integrieren. Wir haben natürlich auch eine Interop-Plattform hinten dran, die wir natürlich dann auch immer in die KISS-Systeme, in die Subsysteme integrieren. Das ist ja das, auf dem wir aufsetzen. Und wir haben dann sogenannte Lösungsbausteine gebaut, dass wir eben sagen, wir können einmal ein Daedalus-Haus integrieren, einmal ein ISH-Med-Haus, sodass man dort eben auch Funktionalität standardisiert zur Verfügung stellt und ausrollt. Im Rollout ist es bei unseren Projekten sehr unterschiedlich. Entweder wir sind gefragt, da auch mit Dienstleistungen zu unterstützen in der Beratung, im Change, oder die Kunden machen es eben zum Teil auch selber. Dass eben der Kunde, nachdem wir ein, zwei Pilotkliniken umgesetzt haben, dann eben auch den Rollout selber verantwortet. Und von daher funktioniert das bei uns mit der Skalierung schon noch ganz gut. Okay, vielen Dank. Bernhard, du hast das Thema der Early Adapters aufgeworfen gerade und habt ihr daraus Learnings schon gezogen für späteren, schnelleren, vorbereiteten, wie auch immer, Rollout? Ja, zwei schöne Dinge sind dabei entstanden. Das eine nennen wir das Playbook, in dem wir versucht haben, in einem multimedialen Werkzeug die Prozessdiskussionen und Erfahrungen, die wir bisher machen konnten, so abzubilden, dass man sich da reinwühlen kann und auch mit Freude da reinwühlt und nicht einfach nur in so einem Wikipedia oder so einem Brockhaus landet, in dem Berge von Schlagworten versteckt sind. Das Zweite, wir versuchen mit E-Learnings die Skalierung auch innerhalb des Hauses weiterzubringen. Mag aber noch mal ein Bild reinwerfen aus einem Nicht-KHZG-Bereich. Und das finde ich sehr spannend, wenn man die beiden Bereiche miteinander vergleicht. In den Krankenhäusern ist der Prozess, dort vorwärts zu kommen, viel, viel mühsamer als in Reha-Kliniken. Warum? Ich habe eine Reha-Klinik mit 250 Betten, die haben 200, 300 Nutzer. Also eigentlich hat jedes Bett einen Nutzer. Warum? Weil wenn du montags morgens in die Reha-Klinik kommst und kriegst einen Wochenplan, dann ist der mittwochs überholt. Dann stimmt der Ort nicht mehr, die Zeit nicht mehr und der Therapeut nicht mehr. Wenn man das aber in der App hat, hat man einen echten Nutzen. Ob ich jetzt im Patientenbett liege, morgens um 5.30 Uhr geweckt werde und alle 20 Sekunden auf meine App gucke, um zu sehen, ob meine OP verschoben ist. Dann hat man, ich habe das mal ausgerechnet, von morgens 5.30 Uhr vom Wecken bis 13.45 Uhr 1489 Mal auf sein Handy geguckt. Das führt nicht zu einer wachsenden Zufriedenheit des Patienten. Vor allen Dingen, wenn dann die Nachricht kommt, wir bedauern sehr, Ihre OP wurde abgesagt, bitte wenden Sie sich an das Stationspersonal, vielleicht kriegen Sie ja noch was zu essen. So, und deswegen glaube ich, dass wir mehr Nutzen reinbringen müssen und dann erklärt sich und dann nutzt sich das System auch viel leichter. Dann habe ich eine höhere Akzeptanz und dann fängt es auch an, Spaß zu machen. Ich habe nicht einen Patienten am Tag, der mit so einer App kommt und damit einen verwirrenden Prozess. Und das ist, glaube ich, für mich der wichtige Punkt. Je häufiger es umgesetzt und genutzt wird, umso mehr wird hinten auch was rauskommen. Und das ist mir wichtig, bei den Projekten mit den Kunden schnell dahin zu kommen, dass wir einen oder zwei Punkte finden, die Nutzen stiften und damit auch die
Zahl der Patienten, die es hernehmen, einfach erhöhen, damit nachher nicht das Wissen schon wieder verfallen ist, wenn die Woche rum ist. Ja, Andreas, ist es bei euch auch so, dass ihr sozusagen sagt, vielleicht ist der Low-Hanging-Fruit-Ansatz schon mal sehr wichtig? Oder wie geht ihr mit dem Thema Ressourcen auf beiden Seiten um? Ja, also ich muss erstmal Bernhard das bestätigen, dass wir im Grunde von der Vorgehensweise, wir nennen das nicht Playbook, bei uns nennt sich das einfach Cookbook an der Stelle, wir führen eine Interviewtechnik, um eben mit den unterschiedlichen Stakeholdern, die wir versuchen früh zu gewinnen, mehr oder weniger genau diesen Nutzen eben herauszuführen. Und das Ganze machen wir wirklich anhand einer von uns selber entwickelten Story, anhand der KZG-Fördertatbestände, und dass wir dann über diese Story versuchen, dann über die Interviewtechnik dann im Grunde genommen genau diese Mehrwerte und diesen Nutzen herauszuarbeiten, um eine Motivation zu schaffen. Und ich glaube, am Ende muss es uns gelingen, und um diese Ressourcenfragestellung dahinter zu beantworten, dass die Leute Spaß an dem Projekt haben, an dem Projekt, mit dem wir diesen Mehrwert sehen und dadurch das Projekt weiter unterstützen und vielleicht diese Ressourcenfrage vielleicht gar nicht so stark in den Vordergrund hoffentlich kommt, oder wir erleben das auch bei den einen oder anderen Projekten, dass im Grunde genommen, dass man selber schnell Ergebnisse erzielen möchte, dann daraus, weil man dieses vorher festgelegt hat. Was wir damit versuchen auch noch zu ergänzen, auch wenn das manchmal ein sehr unangenehmer Prozess ist, dass wir auch sagen, wir wollen auch früh die KPIs festlegen, woran machen wir es messbar, und diese Messgrößen dann auch mehr oder weniger an dieser Stelle auch sehr klar versuchen auch zu reflektieren. Damit hat man so beidseitig einen gemeinsamen Prozess, darauf hinzuarbeiten. Die Messgrößen sind aber sehr unterschiedlich. Das ist nicht im Grunde genommen ein Standardprozess, also nicht keine Standard-KPIs. Jedes Haus ist da doch sehr unterschiedlich dann strukturiert, um diese Wege anzugehen. Wir haben natürlich Stand heute mit dem, dass wir in dieses Marktsegment ja noch relativ jung eingestiegen sind, noch nicht so stark diese Ressourcenfragestellung bei uns so stark positioniert. Deswegen merken wir es nur, aber das auf der Krankenhausseite, diese Ressourcenthemen, wir sehr stark kompensieren müssen durch Beratung und Unterstützung. Ja, verstanden. Vielleicht noch eine Nachfrage, Andreas, an der Stelle, weil du die KPIs ins Spiel bringst und wir gleich auf das Thema Nutzung und so weiter eingehen. Und du hast gesagt, zwischen den verschiedenen Häusern sind sie unterschiedlich. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie auch innerhalb der Häuser sogar zwischen den Abteilungen sogar unterschiedlich sind, ja, und zu erwarten sind? Ja, definitiv. Das hängt aber auch wirklich daran ab, im Grunde, was sind gerade die treibenden Themen und wo drin sieht man die Mehrwerte. Wir versuchen halt auch schon, auch wenn das immer ein sehr schwieriges Thema ist, natürlich auch diese Sicherstellung, dass das im Grunde genommen auch ein wirtschaftlicher Betrieb danach im Grunde genommen auch gewährleistet wird, auch diese ökonomischen Aspekte auch direkt auch mit anzusprechen. Die sehen wir natürlich größtenteils in den Prozessthemen, aber wir finden auch die ein oder anderen realen Themen, also wo man sagen kann, daraus ergibt sich dann im Grunde genommen auch tatsächlich dann diese Mehrwerte, die vielleicht zumindest eine gewisse Kompensation erreichen. Vielen Dank. Dann würde ich, Marc, dich zu einem anderen Aspekt nochmal befragen, der ein bisschen daran anschließt. Also wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen, kriegen wir das ressourcentechnisch hin und so. Irgendwie kam gerade die Fragestellung auf, wenn ich das in der Reha mache, und ich habe dich vielleicht richtig verstanden, da ging es eine Intrinsik. Ja? Also irgendwie haben ja Rehabilitationskliniken teilweise dieses Thema schon gemacht, als es noch gar kein KZG gab. Also gab es einen intrinsischen Grund und nicht eine Zuckerbrot- und Peitsche-Situation, so, ja? Die wir im KZG haben. Siehst du aus eurem Projekt, was ja auch schon einige Zeit läuft, siehst du dieses Thema Intrinsik auch? Ist das irgendwie aufgekommen oder seid ihr geknebelt und geknechtet durch Muss-Kriterien und Kann und all diese Dinge? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei den vielen Fragen. Also zum einen, das Thema KPI wird mich total interessieren, weil die tatsächliche Werthaltigkeit und der Nutzen von einem Patientenportal, den auszuwerten, halte ich für extremst schwierig und herausfordernd. Das Thema Rehabilitationsklinik. Die Reha-Kliniken müssen ganz anders funktionieren, als Akutkliniken tun. Die Reha-Kliniken bekommen Patienten und bekommen ihre Sätze für die Patienten und brauchen einen Belegungsgrad von 95% plus und sind komplett durchgetaktet, wissen 2 Wochen vorher, wann welcher Patient kommt, und sind von daher auf eine Struktur angewiesen, die extremst durchgetaktet ist, und das sind die schon weit vor KZG-Zeiten gewesen. Da gibt es tolle Beispiele, und es gibt Reha-Therapiestandards, da wird nachgearbeitet und da ist halt auch die Qualität gesichert. In der Klinik selber, in der Akutklinik, ist es so, dass es die Patienten gibt, an die man sich ausrichten soll, die aber auch mit Notfällen kommen und wo einfach ganz andere Anforderungen, sehr viel individualisierter an
die Krankenhäuser und auch an die Apps und auch an alle Subsysteme herangetragen werden. Und da einfach eine Mischung zu finden von den elektiven Sachen, die man hat, also von den elektiven Patienten, wo man genau weiß, kommt jetzt zur Operation für XYZ und von der Notaufnahme, die halt irgendwie einen Herzinfarkt hochschiebt und dann kommt ein Schlaganfall und dann kommt irgendwas anderes mit dem Bein gebrochen. Das hat einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung, erfordert auch ganz andere Prozesse und eine ganz andere Variabilität in den Prozessen. Und was habt ihr getan, um genau diese Herausforderungen so anzugehen, also die Variabilität zu beherrschen zum Beispiel? Naja, wir müssen uns die Prozesse raussuchen, wo wir wirklich unsere positiven Effekte heben können durch Digitalisierungseffekte, durch die App, durch eine Patienten-App, die wir installiert haben. Und da muss man sich anschauen, an welchen Stellen hakt es denn. Und dann guckt man sich den kompletten die Patient Journey an und schaut, wie geht denn der Patient tatsächlich ins Krankenhaus, wo ist der erste Kontakt, wie ist das mit der Aufnahme, wie sehr bindet denn die Aufnahme sowohl Patientenzeit als auch die Zeit der Mitarbeiter. Kann ich das nicht schon von zu Hause aus machen, kann ich digital möglicherweise schon Behandlungsverträge oder andere Dinge ankreuzen. Das ist ein Nutzen, Mehrwert, den ich über ein solches Portal dann einbringen kann in ein Krankenhaus, was auch sehr ähnlich ist über alle Fachabteilungen hinweg. Und sodass ich also so kleinste gemeinsame Nenner suche und dann mich weiter voranarbeite, Content zusammenstelle, um einfach auch mehr Nutzen, Mehrwert für die Patienten zu bekommen. Und dann gibt es noch viele kleinere Faktoren, die dann über die einzelnen Fachabteilungen einfach ähnlich sind. Vielen Dank. Ich frage diesmal Ralf zuerst vielleicht. Wenn aus deiner Sicht dieses Thema Nutzen und Nutzung in euren Projekten vorkommt, was ist so, sagen wir mal, der wesentliche Faktor, wo ihr sagt, da kriegen wir ein gemeinsames Bild mit unserem Kunden über das, was Nutzen darstellt? Du kannst auch sagen, das ist gar kein Problem, weil überhaupt niemand über Nutzung spricht, sondern einfach sagt, muss Kriterien erfüllen, ist jetzt das Thema Nummer eins. Also das eine ist, die Muss-Kriterien müssen alle erfüllen. Das wird also in allen Projekten irgendwo das Ziel sein müssen. Und meine Sicht der Dinge ist, dass diese Muss-Kriterien natürlich alle so hoch priorisiert werden, dass sie eben in der Zeitachse auch umgesetzt werden können und die Kann-Kriterien, so die Kür, so ein bisschen hinten nachkommt. Aber jede Klinik macht sich natürlich, und da sehe ich unsere Kunden schon sehr professionell, auch vorher schon Gedanken, in welchen Prozessen kann ich jetzt eine bestimmte Funktionalität gut nutzen. Und das KAZG gibt ja einfach nur einen Rahmen. Das sagt ja nicht nach Punkt und Komma, was ich jetzt eigentlich tun muss in meiner Umgebung, in meinem Prozess. Das heißt, die Kliniken kommen schon und sagen, ich möchte jetzt diese und diese Funktionalität gerne in einem digitalen Prozess umsetzen, damit das KAZG erfüllen und dann aber eben auch diesen Nutzen haben. Ein schönes Beispiel ist immer digitale Anamnese, wo der Patient zu Hause in Ruhe Unterlagen ausfüllen kann im Patientenportal und wir die so standardisiert und strukturiert ablegen, dass eben dann auch ein Werkzeug von Team Compliance auf diese Anamnesedaten zugreifen kann, die Patientenbefragung vorbefüllt ist, am Notebook das nochmal durchgegangen wird oder am iPad. Und dann das Arzt-Patienten-Gespräch eben in einem komplett digitalen Workflow bis zum Schluss der Aufklärungsbogen im digitalen Archiv liegt, eben digitalisiert ist. Das ist für mich so ein schönes Beispiel, wo wir einfach Mehrwert und Nutzen erzeugen und das eben auch über Anbietergrenzen hinweg mit Interoperabilität, mit Nutzung von Standards. Das ist, glaube ich, so der Grundgedanke des KAZGs gewesen. Es gibt aber auch andere Funktionalitäten, die werden eben nicht von allen Akuthäusern direkt priorisiert. Nehmen wir mal das Thema Tagebuch. Wir haben jetzt ein Großprojekt im psychiatrischen Kontext, wo natürlich Tagebücher geführt werden. Das ist eine Funktionalität, die dort genutzt wird. Im akut-stationären Bereich ist das vielleicht nicht unbedingt in der Nutzenskala der Kliniken ganz oben, sondern es wird halt mitgemacht. Und dann schaut man eben, in welchen Kliniken das zum Beispiel im Schmerztagebuch geführt wird und dann diese Funktionalität genutzt wird. Also die Kliniken gehen sehr unterschiedlich ran. Auch schon vor KAZG sind sie sehr unterschiedlich an die Use Cases rangegangen. Jetzt haben sie halt alle die große Herausforderung, alles umsetzen zu müssen. Und trotzdem zu sagen, ich priorisiere und das bringt mir mehr als das andere. Also das ist so meine Erfahrung aus den Projekten quer durch die Häuser. Vielen Dank. Bernhard, wenn wir gerade so einen gewissen unterschiedliche Meinung über das Thema KPIs und
Man könnte ja auch über OKRs denken oder irgendwie so jedenfalls so eine Art von gemeinsamer Zielsetzung in Projekten nachdenken. Und die hohe, sagen wir mal, Heterogenität im Haus gerade, wenn das so Konsens ist, wie kann man denn überhaupt mit einem Kunden bei so einem Transformationsprojekt vorher klar kriegen, wo man gemeinsam hin will? Gute Frage. Ich glaube, es gibt da keine, das hat Andreas, glaube ich, eben auch schon gesagt, es gibt keinen Standard-KPI, wo ich einfach sage, den nehme ich jetzt mal her. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die man zählt. Wie viele Patienten haben so eine App, wie viele Anmeldungen sind da drüber gelaufen und. Aber das wird sich von Krankheitsbild zu Krankheitsbild unterscheiden. Es wird sich von der Regionalität der Lage des Krankenhauses entscheiden. Ich nehme immer mein Lieblingsprojekt, ist das Krankenhaus in Papenburg. Die haben nämlich die totale Alleinstellungslage über die nächsten 40 Kilometer in alle Richtungen. Und die, ob die jetzt ein Patientenportal haben und ob sich der Patient da drin anmeldet oder ob der direkt ins Krankenhaus fährt, führt zu keinem Prozessverändernden und auch zu keinem Move, dass der Patient woanders hingeht oder Ähnliches. Und deswegen, glaube ich, muss man sich mit dem Kunden darüber einigen, was für ihn etwas ist, woran er etwas messen will. Ganz blödes Beispiel, um es wirklich mal sehr trivial zu sagen, die meisten Krankenhäuser haben keine Terminkalender mit ihren Ärzten. Das ist eher, sagen wir mal, ein zufälliges, interessantes und buntes Chaos, was da herrscht. Und alleine das zu sortieren, aufzuräumen und anzubieten, dass es feste Sprechstunden gibt, die auch funktionieren und die auch besetzt sind personell. Das ist so etwas, das hat eigentlich mit dem Patientenportal gar nichts zu tun. Das ist nur die nötige Vorarbeit und das nötige Aufräumen und sich klar und transparent machen. Aber gerade diese Dinge, also sozusagen die Basisarbeit der Digitalisierung, die hebt im Moment auf der Anbieterseite, also auf der Krankenhausseite oder auch in der Arztpraxis am meisten Wert, die schöpft mehr Wert als der Nutzen für den einzelnen Patienten hinten raus. Und deswegen fange ich immer ganz gerne da an zu diskutieren und zu sagen, könnt ihr das zählen? Schreibt es mal auf und dann gucken wir hinterher mal drauf, wie sich das verändert hat. Und da kommt in der Regel auch das größte Feedback. Okay, herzlichen Dank. Tatsächlich, Andreas, du hast ja gerade dieses Thema der KPIs aufgebracht und hast gesagt, irgendwie eine Art von Zielsetzung müsste man haben. Wir haben inzwischen festgestellt, ist hoch heterogen, ganz klar. Und es gibt auch dann sicherlich Punkte, die sich in Papenburg ganz deutlich von der Mitte des Ruhrgebiets unterscheidet oder sowas, ja, wo dann vielleicht auch ein anderer Anspruch da ist. Würdest du sagen, es gibt neben KPIs noch andere, sagen wir mal, wesentliche Erfolgsfaktoren, die sagen, dass führt zur Nutzung und wenn ich das nicht mache, führt das auch definitiv dazu, dass ein Projekt im Grunde, kann man mal so rum sagen, auch scheitern wird. Bevor ich auf die Frage vielleicht eingehe, würde ich schon nochmal, weil ich das eben nicht ausführen konnte, vielleicht nochmal so mal ein paar andere KPIs versuchen, nochmal mit reinzubringen. Also das, was wir schon so ein bisschen erfahren haben, das ist eben im Grunde sehr, sehr triviale Prozesse. Also wie viel Papier drucke ich noch in der Aufnahme aus? Wie viel Medien erstelle ich noch im Krankenhaus, um sie dem Patienten mitzugeben? Sowohl im Aufnahmebereich, wie viele Sortierprozesse habe ich in den Kliniken, im Grunde um diese Mappen, sehr häufig noch papiergebunden, im Grunde genommen dem Patienten mitzugeben. Wie kann ich das vielleicht ersetzen durch das digitale Medium? Das ist schon anfassbar, das ist schon greifbar. Ob das jetzt den großen wirtschaftlichen Nutzen bringt, möchte ich vielleicht gar nicht so in den Raum stellen, aber es sind Ziele, die sich die Häuser teilweise setzen und sagen, da drin sehen sie schon einen großen Mehrwert. Und genau dieses Ziel herausarbeiten und damit eigentlich zur eigentlichen Fragestellung heraus. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man, und das eigentlich schließt das wieder an den Punkt an, den ich vorhin schon angesprochen habe, das motiviert, diese Mehrwerte, diese Nutzendarstellung. Wenn man das sehr früh erkannt und hat und sagt, das ist die Zielsetzung, die man erreicht, hat man auch vielleicht auch das richtige Projektsetting, um dann im Grunde genommen auch so ein Projekt daran auch messen zu lassen und dann auch mehr oder weniger auf diese Art und Weise voranzutreiben. Aber es bedingt halt auch viele Themen und da muss ich im Grunde auch bestätigen. Eigentlich möchte man perspektivisch ja aus dem Datenfluss heraus eigentlich Prozesse verändern und nur die Prozesse zu betrachten, die wir heute, sagen wir so, ohne digitales Medium machen und diese einfach nur eins zu ersetzen und sie über ein digitales Medium zu packen, kann eigentlich nicht der richtige Weg sein.
Also man muss sich eigentlich mehr darüber Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich, dass ich die Daten habe, bevor das Patient überhaupt ins Krankenhaus reinkommt? Kann ich damit Aufnahmeprozesse vielleicht ganz anders steuern? Rede ich jetzt nicht nur darüber, dass ich jetzt Personen in der Aufnahme habe, die jetzt nur quasi ein Front-Office-Geschäft machen oder vielleicht mit den Daten vielleicht in einem Back-Office vielleicht ganz anders mit diesen Daten operieren, vielleicht daraus Nutzen zu identifizieren? Das müsste eigentlich so ein bisschen so die Motivation eigentlich sein und das daraus heranzutreiben. Vielen Dank. Frank, ich habe da noch eine. Sofort. Ja. Also ich finde das total werthaltig, auch wenn aus dem Patientenportal Anamnesebögen vorbefüllt werden und dann irgendwie ins Archiv zurückgehen. Das Wichtige ist doch, dass die strukturiert zurück ins KISS gehen, damit ich damit arbeiten kann. Genau das funktioniert halt nicht. Und deswegen habe ich auch keinen wirklichen Win-Faktor an der Stelle. Und ich sehe auch keinen Euro-Wert, wo ich irgendwo was einsparen kann. Es kostet unfassbar viel mehr Geld. Und ich brauche Leute, die es pflegen. Und nicht nur technische, sondern auch andere. Ganz kurz. Aber das war ja genau das, was ich gesagt habe. Man kann diese Anamnesedaten strukturiert als Feierobjekte erfassen lassen vom Patienten. Und kann diese direkt in die Aufnahmegespräche mit übernehmen, in anderen Tools, man kann sie wiederverwenden. Das ist genau das, was wir tun. Ja, wo auch immer sie dann gebraucht werden, wenn dort die notwendige Interoperabilität dann da ist und diese Daten dort wiederverwendet werden und wir endlich wegkommen vom PDF. Aber das sehen wir genauso. Deswegen erfassen wir die Daten dann schon in einer hohen Qualität, um sie dort weiterzuverwenden. Ja, so, Frank, kann ich was zum KISS sagen. Du hast jetzt wie viel also, macht denn so ein kleines Ding? Ja, okay, alles gut. Waren ja zwei sehr wichtige Aspekte. Also, natürlich mit Orbis und dem dazugehörigen Patientenportal geht das strukturiert, die Anamnese zu übernehmen. Aber tatsächlich ist es ja jetzt auch nicht in die ISIG Stufe 2, sondern höchstens in die 3er reingerutscht, dass wir auch wirklich einen Standard haben, um strukturiert Daten austauschen zu können, dass es eben auch interoperabel zwischen verschiedenen Systemen funktioniert. Weil da entsteht ja dann tatsächlich der Mehrwert. Aber ich wollte auch vorhin noch was sagen zum intrinsischen Ansatz. Wir haben tatsächlich Kunden, die schon vor KZG, Patientenportal und auch sogar Check-in-Terminal eingeführt haben, quasi auf eigene Faust. Tatsächlich sind die KZG-Kriterien jetzt gar nicht so weit weg von dem, was die sich damals selber ausgedacht haben. Aber einiges, muss man ja auch sagen, ist im KZG jetzt, ja, sagen wir mal, relativ offen formuliert, wo dann auch die Krankenhäuser sich überlegen müssen, was ist denn damit gemeint und wo ziehen wir den Mehrwert aus diesem einzelnen Kriterium, sei es ein Muss- oder sogar auch ein Kann-Kriterium. Also das muss jeder auch für sich ein bisschen sehen, weil nicht jedes Krankenhaus ist gleich, nicht jeder hat die gleichen Prozesse und manches ist dann vielleicht auch, sagen wir mal, noch vergessen worden. Ich könnte das Reizwort jetzt elektronische Patientenakte in den Raum werfen. Wie kommunizieren die Patientenportale denn mit dem Konstrukt? Das ist immer noch nicht geklärt letztendlich. Wie können wir denn den Patienten mal eindeutig identifizieren, dass wir daraus auch einen Nutzen schlagen, dass der Patient zu Hause noch viel mehr Sachen kann, weil er eben schon identifiziert ist, nicht nur in seiner EPA, sondern vielleicht eben auch im Patientenportal. Und warum haben wir die Nachversorger nicht auch mit ins Boot genommen, dass die auch digitalisieren müssen? Nein, die können eigentlich sagen, ich nutze gar kein Entlassportal, weil ich bin in dem Spiel gar nicht drin. Also da sind noch so ein paar Sachen, wo ich sagen muss, da müssen wir auch nochmal reden und nochmal ein bisschen Gas geben, dass wir wirklich da eine saubere Sache insgesamt draus machen, damit wirklich auch der Nutzen da ist. Marc, dann darf ich nochmal an dich weitergeben und jetzt reden wir. Wir reden jetzt einfach über Geld auch nochmal. Ja, es gibt eine Sorge, die kann man, glaube ich, überall hören. Zunächst mal vorweggeschickt. Wir wissen alle, wie Krankenhäuser gerade ihren eigenen Zustand empfinden, was Wirtschaftlichkeit angeht oder wie der auch objektiv ist. Das Gap zur Inflation und zur Vergütung und so, das wissen wir alle. Das heißt, wir kommen nicht in Zeiten, wo Nice-to-have-Themen so gehen. Wahrscheinlich auch bei euch nicht. Jetzt gibt es die Förderung KZG, dann gibt es noch eine gewisse Zeit Nachförderung und dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo man, überspitzt gesagt, nur noch Kosten hat, womöglich keinen Nutzen und dann auch noch Penale. Also so absolut alert. Was ist eure Gegenstrategie? Was ist das Medikament dagegen? Ja. Ja, super. Okay, nächster Frank. Das ist genau das Problem. Man wird Lizenzkosten mit sich tragen. Und wenn ich überlege, dass wir im Moment täglich eingeschlossene Patientinnen und Patienten nachschauen im System, bedarf das einfach einem hohen personellen Aufwand, um das Ganze zu pflegen. Und
Natürlich ist das so, dass der Weg zu den digitalen Prozessen, weil ich sehe das ganz genauso, also ein analoger Prozess digitalisiert, das ist ein elektrifizierter Prozess, da hat kein Mensch was von, da haben wir auch keine Wertschöpfung. Und da müssen einfach neue Strukturen geschaffen werden und die müssen dann einfach auch einheitlich umgesetzt werden. Es wird einfach eine Strecke geben, wo sich das Ganze nicht rechnet. Das wird nicht funktionieren. Und da kann man sich das auch nicht schönrechnen. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen die Geräte, wir brauchen die Lizenzkosten, die halt bezahlt werden müssen. Und wir haben keine Refinanzierung ab nächstem Jahr. Bernhard, ich glaube, diesmal bist du jetzt dran, wenn ich den Überblick nicht völlig verloren habe. Vielen Dank, Marc. Jetzt auch aus eurer Sicht. Tatsächlich ist es ja am Ende so, dass es ja wahrscheinlich nur aufgehen kann, wenn entweder ein anderer Fördertopf aufgeht irgendwann mal oder man tatsächlich Monetarisierungseffekte hat, irgendeine Art von Digitalisierungsdividende erreicht und wirklich sagen kann, durch das, was wir gemeinsam mit den Krankenhäusern getan haben, haben wir hier eine neue Effizienz. Marc hat das gerade so auf die Strecke angezweifelt, würde ich sagen. Ja? Habt ihr da ganz konkrete Gedanken dazu, wie Nutzung auch zu Digitalisierungsdividende führen kann? Du hast es mittelfristig angezweifelt, ja, stimmt. Ja, wir machen uns viele Gedanken über den Weg, den ein Patientenportal nach der Förderung nimmt. Ich glaube, das Erste ist, wir müssen dahin gehen, wo du eben warst, Frank, nämlich zu sagen, das Ding hat noch viel mehr Potenziale, wenn wir intersektoraler denken und handeln, wenn wir den Patienten tatsächlich in den Mittelpunkt seines selbstbestimmten Handelns holen und ihn dort auch arbeiten lassen. Ich glaube, kein Mensch möchte mehr in ein Reisebüro gehen und diese Durchschreibe-Tickets, die man früher gekriegt hat. Ich kann mich noch erinnern, so vor 24, 25 Jahren, da kriegte man so einen Zettelblock, hätte ich beinahe gesagt, in verschiedenen Farben. Und die wurden dann an irgendeinem Gate gelesen und dann durfte man in den Flieger einsteigen. Ich glaube, dass jeder heute da einen QR-Code hat und ob er es auf dem Handy hat oder in weiser Voraussicht, weil immer der Strom im entscheidenden Moment fehlt, doch ausgedruckt mitbringt, ist dabei nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, der Patient oder in dem Fall der fliegende Passagier hat sich halt längst daran gewöhnt, dass es ein selbstbestimmtes Handeln ist und man dafür nicht erst an irgendeine bestimmte Stelle eines Reisebüros gehen muss. Also die Digitalisierung ist aus unserem persönlichen Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und wenn wir das Patientenportal in diese Funktion schieben, dann geht es zunächst nicht darum, ob es in einem Krankenhaus mehr oder weniger Geld kostet oder ob es amortisiert wird, sondern es ist einfach eine Funktion, ohne die ich morgen mit meinen Patienten und Patientinnen gar nicht mehr kommunizieren kann. Wird jeder Patient darüber gehen? Nein, man kann das jetzt beliebig kompliziert machen, aber simpel gesagt, ich glaube, es wird eine ganz schnell steigende Anzahl von Patienten geben, die diese Komfortfunktion nicht mehr missen wollen. Und wenn es nur die Terminbuchung beim Arzt ist, das ruft heute kein Mensch mehr in einer Sprechstunde an, um sich einen Termin geben zu lassen. So, ob alle Funktionen durchhalten? Gute Frage. Die Pönale ist da sehr schön formuliert, was die Kollegen von der Deutschen Krankenhausgesellschaft dort vereinbart haben. Dort steht nämlich nur drin, dass der Fördertatbestand ausgerollt sein muss. Die Nutzung ist nicht besonders präzise beschrieben. Und es könnte möglicherweise zur Bewertung ausreichen, dass der geneigte Arzt oder die geneigte Krankenschwester oder auch umgekehrt vom Geschlecht einfach nur zugreifen könnte, also gar nicht es hernehmen muss, sondern nur die Verfügbarkeit haben muss, um sagen zu können, damit arbeite ich. Da steht zwar was von Nutzung drin, aber wie man die dann hinten nachher belegt, ist eine andere Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es geht gar nicht um Kosten, sondern es geht darum, dass es eine Funktion ist, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Vielen Dank. Andreas, teilst du die Meinung? Wie ist eure Sicht auf das Thema Monetarisierbarkeit? Ja, ich glaube, also ich,
teile das nicht so ganz, also das, vor allem was das Letzte jetzt so ein bisschen gesagt worden ist, weil ich glaube, man sollte jetzt nicht schon im Grunde genommen diese Nutzenfragestellung im Sinne im Grunde des Fördergebers mehr oder weniger so schon in anzweifeln, dass das im Grunde genommen vielleicht dann nicht lebbar ist, sondern eigentlich gehe ich ja immer noch sehr stark noch mit dem Gedanken daran, dass wir im Prinzip dort einen Mehrwert schaffen, der Organisation dann am Ende auch viele Prozessverbesserungen dort liefert und dann am Ende die Nutzen auch attraktiver macht. Und ich glaube, dann geht man eher in die Fragestellung im Grunde, wie entwickeln sich die Portale in der Zukunft. Also ich bin schon da fest von überzeugt, dass man den Gewinn der Daten, die man jetzt neu bekommt und anders bekommt, auch Mehrwerte dort schaffen kann. Die man dann auch vielleicht auch in den Prozessen in den Krankenhäusern vielleicht aber auch erst dann später erst weiß, wie man damit überhaupt was Vernünftiges in den nächsten Schritt damit gehen kann. Was man ja schon wahrnimmt, auch schon allein jetzt schon bei der Initiierung von Projekten, dass Patientenportale nicht nur singulär etabliert werden, sondern dass sich mehrere Krankenhäuser auch mal zusammengeschlossen haben und eine gemeinsame Portallösung etablieren. Und ich glaube tatsächlich, dass die Fragestellung der Interaktion, wie werden die Portale miteinander interagieren? Und vielleicht gibt es auch diesen Weg, dass es im Grunde ein Einstiegsportal gibt, der Suche danach, also mehr Patientenflusssteuerung, vielleicht nochmal einen Wert nochmal liefert, um vielleicht diese Digitaldividende, die eben angesprochen worden ist, vielleicht nochmal neue Akzente nochmal zu liefern, die nicht nur aus Sicht des Krankenhauses zu sehen ist, sondern vielleicht auch tatsächlich auch mehr oder weniger auch in der Gesundheitspolitik vielleicht auch eine Relevanz haben kann, dass daraus im Grunde genommen andere Prinzipien der Interaktion noch mit unterstützt werden. Ich glaube, das kann man heute noch nicht so klar benennen, aber ich glaube, das Potenzial ist schon da. Und da bin ich dann vielleicht noch zu positiv, vielleicht an der Stelle, dass ich glaube, das kann auch gelingen an der Stelle. Ich würde ganz kurz Marc noch einmal einbinden, um die Frage nochmal eine neue Perspektive zu geben. Das fiel ja gerade sozusagen aus dem normalen Leben der Digitalisierung heraus, das Fliegen, die Bank, also all die Themen, das Reisebüro, was wir alles so kennen, ist halt auf eine andere Weise. Aber wir sehen auch heute noch, dass der ein oder andere oder die ein oder andere zum Schalter geht und Überweisungen abgibt. So, ich sage immer, das können die doch nur tun, weil alle anderen zu Hause Online-Überweisungen machen und die Ressourcen noch reichen. Wenn du ein bisschen auf das Thema guckst, wo ist Wirtschaftlichkeit durch Patientenportale vielleicht dann doch erreichbar? Habt ihr Use Cases so, sagen wir mal, priorisiert und gesagt, hier verlieren wir eigentlich ständig Geld, wenn wir nicht digital sind und können so einen Quick-Win reinholen? Auch mal monetär gesehen. Ja, natürlich haben wir uns die Projekte so ausgesucht, dass wir Quick Wins heben können und dass wir mit Projekten anfangen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht scheitern. Was einfach extrem wichtig ist, wenn man mit 14 Krankenhäusern unterwegs ist und einfach ganz viele Kliniken ausrollen möchte. Dann muss halt sowohl das erste Projekt passen, das zweite auch. Und dann kann man irgendwann mal auch schwierigere Projekte angehen. Und natürlich habe ich meine Quick Wins in einer Form des Erstkontaktes mit dem Patienten, was wir gerade eben gehört haben. Und natürlich gucke ich, dass ich den Patienten zum Beispiel in der Geburtshilfe die Möglichkeit gebe, dass auch Großeltern und andere schon Bilder von den Neugeborenen sehen können, ohne dass sie ins Krankenhaus kommen können. Das sind Dinge, die sind schön, nice to have. Ich sehe auch, dass Patientenportale möglicherweise volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich irgendwem nutzen. Das Problem ist, dass die Krankenhäuser die Lizenzkosten des Personals stellen müssen und bekommen diese nicht refinanziert. Da habe ich ein viel größeres Thema mit und muss das so als Krankenhausvertreter hier nochmal ganz kurz kundtun. Vielen Dank. Dann daran anknüpfen vielleicht noch einmal. Wenn wir sozusagen sehen, dass wir manche Dinge haben, wo wir sagen, das müssen wir tun, das wird uns aber auf Dauer jetzt nicht die Effizienz geben oder sowas, die es bedarf, um Neues, um im Grunde die Kosten zu decken. Wie ist es bei euch? Wir wollen ja fair sein. Viele Kunden schreiben jetzt aus und man hat nicht viel Zeit. Man hat zum Beispiel nicht die Zeit, als Anbieter ein Transformationsprojekt im größeren Stil da abzuliefern. Man muss wahrscheinlich Patientenportale installieren, oder? Wisst ihr irgendwie genug über eure Kunden beispielsweise, um zu sagen, hier können wir vielleicht am Anfang schon ein bisschen gucken, wo was Monetarisierbares ist?
Ja, also das geht schon. Ne? Also natürlich wird nicht alles sofort irgendwie in Einsparungen etc. münden. Manchmal verschiebt es sich ja auch einfach. Wenn ich einen Online-Termin mache und ich muss nachher prüfen, was hat der Patient da hochgeladen, dann brauche ich diese Ressource genauso im Krankenhaus. Dann habe ich vielleicht nicht mehr jemanden am Telefon sitzen, aber dafür jemand, der nachher prüft, welche Daten wurden hochgeladen. Also das sind nicht nur Einsparungen, sondern natürlich auch Verschiebungen. Aber du hast ja vorhin gesagt, naja, jetzt manche kommen immer noch mit Überweisungsscheinen an den Tresen. Vielleicht muss man eben auch ein bisschen den Patienten zwingen. Ich kenne eine große Uniklinik, unser Kunde, da gibt es keine Chance. Ich muss an den Check-in-Terminal, um eingecheckt werden. Ich werde verdammt, das Patientenportal zu nutzen, sonst kriege ich einfach keinen Arztbrief nach Hause, wenn ich den haben will. Dann mache ich das nur über das Patientenportal. Das heißt, man muss natürlich auch so ein bisschen Schwung da reinbringen und den Patienten dahin drängen, damit es dann auch gesamt zum Nutzen kommt und ich nicht weiter den alten Prozess in Anführungszeichen aufrechterhalten muss, weil nicht jeder mitgehen will. Ja? Also das muss ich dann schon durchziehen. Und natürlich haben wir jetzt einige, die jetzt hoppla hopp ein Patientenportal einführen müssen, aber nichtsdestotrotz schaffen wir eine Grundlage. Und es kann das KACG ja auch jetzt wirklich nur der Anfang sein, um daraus viel mehr Potenzial in der Zukunft zu schöpfen. Also ich muss ja, wie vorhin schon gesagt, der Patient im Mittelpunkt, ich muss schauen, dass ich den bei Laune halte, im Sinne, dass ich den an der Therapie beteilige, dass ich dem Verantwortung zukommen lasse, aber letztendlich natürlich auch ein bisschen Arbeit auf den Patienten verschiebe. Der Patient soll zu Hause die Anamnese ausfüllen, der Patient soll sich alles schon mal durchlesen, der soll die Aufklärungsinformationen lesen. Das muss er nicht, wenn der Arzt daneben sitzt. Ja? Und da muss der Patient mitwirken und dann wird auch ein gewisses Potenzial geschöpft, dass ich umgekehrt Einsparungen habe in meinen Ressourcen im Krankenhaus. Vielen Dank, Ralf. Gerade ist das Stichwort ja auch nochmal gefallen, habe ich nicht auch Verschiebungen und so weiter, weil ich, so habe ich dich verstanden gerade, nicht automatisch eine komplette Automatisierung dahinter habe. Also jemand lädt etwas hoch und anstatt das entgegenzunehmen, brauche ich jetzt Clearing im Haus, weil ich mir das angucken muss. Gibt es da vielleicht Ansätze zu sagen, da können wir aber wirtschaftlicher werden, weil wir Automatisierung haben, weil wir dann doch nochmal an der Stelle auch wieder IT ins Spiel bringen? Also ich denke schon, dass wir viele Prozesse komplett digitalisieren und automatisieren können. Aber man muss natürlich überlegen, welche Triggerpunkte sind das, um eben diese Automatisierung. Die Maschine macht ja auch nur das, was wir ihr sagen. Und wenn da kein Mensch einen Termin erst im Portal suchen muss, um ihn dann im KISS einzutragen, sowas kann ich natürlich sehr leicht und sehr einfach über tief integrierte Schnittstellen machen. Aus meiner Sicht sind schon viele Aspekte drin, die das Potenzial haben, den Krankenhäusern Nutzen zu bringen. Aber, und das sehen wir schon noch ein bisschen anders, weil wir bieten halt nicht nur ein Patientenportal an, sondern eigentlich eine Interop-Plattform, um eigentlich mit den Daten arbeiten zu können. Schönes Beispiel ist Nachsorge. Nicht jeder Patient wird ein Nutzer eines Patientenportals werden, bloß weil er eine Nachsorge braucht und diese vermittelt werden muss. Das heißt, wenn ich in der IOP alle Patienten drin habe, dann kann ich natürlich auch der Nachsorgeplattform Daten zur Verfügung stellen und der Sozialdienst muss nicht alles doppelt erfassen und doppelt pflegen. Das sind natürlich einfache Werkzeuge, die Verwendung von Daten, die Nachnutzung von Daten, auch für die Forschung, die eben gerade unsere Kunden bei uns schätzen, in der Lösung schätzen, wo es eben nicht nur darum geht, schnöde ein Patientenportal einzuführen und die Fördertatbestände abzuhaken, sondern eigentlich, und das ist ja so ein bisschen eine Frage gewesen dann, was passiert eigentlich danach? Also wo geht die Versorgung hin in Deutschland? Und die Versorgung ist nicht mehr sektoral, sondern sie geht eben in der Kollaboration von Ambulanten über den Stationären hin zum Reha und den Datenfluss dort eben auch zu steuern und die Daten zu verwenden, die ich jetzt vielleicht vom Patienten kriege, aber auch nicht in jedem Fall. Das ist eigentlich so unser Ansatz, wo wir sagen, du hast eine mächtige Plattform, die kann tief integriert werden, du hast weniger Aufwand und Arbeit damit, aber du kannst eben auch die Daten nachnutzen in anderen Szenarien, wo der Patient nicht unbedingt immer aktiv ist. Wir sehen das jetzt in Berlin, gibt es Initiativen von Krankenhäusern, mehr kollaborativ zu arbeiten. Wir sehen das in Hamburg mit der H3-Initiative. Und auch dafür möchte ich natürlich solche Plattformen nutzen und nicht einfach nur für den Patienten in dem Cockpit, in dem er dort Daten einstellt. Und das andere kam dann auch noch mal vorhin schon zur TI. Natürlich sollten wir die TI mehr nutzen. Und natürlich sollten wir digitale Identitäten von Patienten nutzen,
um sie eben auch bei der Anmeldung im Patientenportal nutzen zu können, weil dann fällt nämlich der Prozess dieser Registrierung wesentlich schlanker aus. Dann habe ich eine sichere Identität, die ich nutzen kann. Und wenn irgendwann die Gematik uns auch noch eine Schnittstelle gibt, dann können wir auch noch die Patientenportal-Plattform für mehrere Kliniken direkt anbinden und dort eben auch wieder Arbeit sparen, Prozesse verschlanken. Also ich glaube, da ist noch ein Stückchen Weg vor uns. Aber mit den richtigen Ansätzen ist er zumindest mal sichtbar und man kann den Krankenhäusern eben auch eine Prognose geben, dass es besser funktioniert. Also vielen Dank nochmal für diesen Aspekt auch. Ich glaube, wir haben vor vielen, vielen Jahren gesehen in niedergelassenen Praxen und so weiter, dass sie viele gesagt haben, hey, durch die IT ist alles viel aufwendiger geworden, und wir mussten dann feststellen, nein, nein, es ist durch die hybride Situation aufwendiger geworden. Papier war okay, ganz digital ist ziemlich cool, aber dazwischen ist eine Vollkatastrophe, oder? Und dann müssen wir vielleicht da jetzt Digitalisierungsgas auch nochmal geben, oder? Ich möchte jetzt ein bisschen jetzt muss ich nach ganz weit vorne gucken, jetzt dürfen wir richtig frei spielen und so weiter, jetzt machen wir Vision, ja? Und stellen uns natürlich die Frage, wenn jetzt Patientenportale ein Aufschlag waren und hier und da ja schon regionale Themen, Bayern, Saarland und so weiter gedacht werden, beyond das, was kommt noch danach? Quartiersentwicklung oder was ist alles dahinter? Und da fange ich natürlich auch wieder mit dir an. Wo ist danach, nach Patientenportalen, der große Spaß? Also in dem Thema Prozesse verschlanken und das Ganze automatisieren, sehe ich eine extrem große Chance. Und wir sind ja auch Überzeugungstäter an der Stelle. Wenn ich nach Israel schaue und zusehe, wie in Tel Aviv ein Patient einfach die ersten 5 Minuten im Krankenhaus ist, ohne eine Person zu sehen, aber trotzdem seine kompletten Daten aufzunehmen, komplett mit Grundvitaldaten ausgestattet zu werden, das sind Dinge, die sehe ich so vor meinem geistigen Auge definitiv, weil es einfach extrem ressourcenschonend ist, und Fachkräftemangel wird uns einfach in den Krankenhäusern und auch im IT-Bereich weiter verfolgen. Das heißt, wir müssen automatisieren, müssen gucken, dass wir die Prozesse von den jetzigen analogen Prozessen abkoppeln. Aber wir haben mit den Patienten zu tun, die müssen im Fokus stehen. Und wenn ich sage, die Patienten müssen das so machen, wenn ich meine 83-jährige Mutter so anschaue, nein, die wird das in ihrem Leben nie lernen. Das wird vielleicht die nächste Generation tun. Das muss sich auswachsen, und es wird einfach eine übergangshybride Situation geben. Da brauchen die Krankenhäuser Unterstützung und Geld. Wir kommen da nicht klar. Vielen Dank, Marc. Danke. Ja, also ich sagte es ja schon, ne? Also selbst wenn ich es jetzt schnell einführe, ist aber der Grundstock geschaffen. Das heißt, wir können daraus viel mehr machen. Manche haben das schon vorher gemacht tatsächlich. Es gibt ja auch schon Zuweiserportale eine ganze Weile. Und gerade diese intersektorale Kommunikation, das muss es ja sein, damit auch der Patient endlich mal irgendwie alles beisammen hat. Ne? Also nicht nur seine 7 Sinne, sondern eben auch seine 7 Sachen und weiß, wo sind die Daten, was habe ich wem übergeben, was kriege ich wieder zurück, wo finde ich das wieder, wo habe ich meine Befunde, und auch überhaupt selbstverantwortlich handeln kann. Im Moment müsste ich mir eigentlich so einen Papierordner zu Hause anlegen, wo ich meine Befunde aufbewahre, um die überall mit hinzunehmen. Die EPA, naja, weiß nicht, wer alles schon mal in seine EPA reingeguckt hat, viel steht da nicht drin. Und das muss aber da rein, und der Patient muss in die Lage versetzt werden, damit eben auch die Qualität dann besser wird, damit der Niedergelassene erfährt, ja, wo warst du denn überall, in welchem Krankenhaus wurdest du untersucht, was ist rausgekommen, damit der Patient überhaupt auch den Sinn dafür kriegt, ja, das könnte ja relevant sein. Und der Medikationsplan ist ja mal ein gutes Beispiel, wo wir schon relativ weit sind. Ja, da sehe ich jetzt, okay, was hat er alles an Medikationen, wie spielt das zusammen, und wenn er jetzt die nächste Medikation kriegt, weiß ich wenigstens, was hat er denn vorher alles schon genommen. Also das muss viel weiter vorangetrieben werden, und auch wenn die 83-jährige Mutter vielleicht noch nicht damit klarkommt, dann vielleicht brauchst du dann jemand zur Seite, der sie da in die Welt reinbringt, weil ich glaube, wir müssen wirklich davon wegkommen, auch wenn es sich natürlich teilweise auswächst, aber nochmal das zitierte Beispiel, da muss auch die 83-jährige an das Check-in-Terminal in diesem Krankenhaus, um aufgenommen zu werden, anders kommt sie nicht mehr dran, und letztendlich kriegt sie auch ihren Arztbrief nur noch über das Patientenportal. Also da muss man schon ein bisschen Zug reinbringen, um das wirklich auch voranzubringen, das Thema. Und da kann auch der Angehörige vielleicht eine Rolle spielen, ne? Gleiche Frage, wo geht das alles hin? Das muss sich alles lohnen, was wir jetzt hier durchkämpfen.
Also ein paar Aspekte hatte ich ja gerade schon gesagt. Also ich denke, dass man solche Infrastrukturen viel stärker nutzen sollte, um eben Daten auszutauschen, intersektorale Kommunikation auch wirklich greifbar, betreibbar zu machen und da nicht unbedingt vielleicht die aktive Rolle immer des Patienten zu brauchen. Stellvertreterregelungen kann man sicherlich in vielen Sachen andenken und mitführen, aber eben auch die bisherige Kommunikation zwischen Leistungserbringern unter Einverständnis des Patienten sollte natürlich weiter funktionieren. Das TI-Thema halte ich für absolut zwingend notwendig, weil wenn man heute in die Krankenhäuser guckt, das sind ja oft die gleichen Teams, die einmal Patientenportale einführen sollen und dann auf der anderen Seite noch TI und EPA einführen sollen. Und wo man dem Patienten an der Aufnahme erstmal klar machen muss, den Termin, den du jetzt gebucht hast und die Anamnese, die du dort mit zur Verfügung gestellt hast, das kommt jetzt nicht über die EPA. Hast du übrigens auch noch eine EPA und wie kommen die Dokumente dort her? Das ist also zum Patienten heute für die Krankenhäuser natürlich total schwer kommunizierbar. Das heißt, dort brauchen wir definitiv eine tiefere Integration und ein Zusammenwachsen zwischen unserer TI-Philosophie und dem Weg in der TI und natürlich diesen Infrastrukturmaßnahmen, wie wir es jetzt im KZG sehen. Und dann ist natürlich sehr viel denkbar. Ich meine, wir kriegen qualitativ hochwertige Daten aus der normalen Versorgung, die heute schon entsteht, wenn wir das standardisierter, strukturierter hinkriegen und zusätzlich die Patienten eben Daten mit reinliefern. Wir Termine haben, wir Diagnosen haben, wir Anamnesedaten strukturiert haben, was wir vorhin diskutiert haben, dann kann man natürlich mit diesen Daten dann auch wieder arbeiten. Kann KI da drauf trainieren, kann eben das auch zurückspiegeln. Da sind ja schon ein paar Ansätze auch bei den Kann-Kriterien mit dabei. Da kümmert sich heute nur kaum jemand darum, weil eben erstmal der Fokus auf den Muss-Kriterien liegt. Und da ist die nächsten Jahre noch gut was zu tun und das dann in die Fläche zu bringen. Da können wir nächstes Jahr wieder diskutieren, wo wir jetzt dann stehen. Ralf, da bin ich sicher, Bernhard. Ich fand, das hast du alles sehr schön beschrieben, Ralf, aber du hast nicht in die Zukunft geguckt. Du hast geguckt, was kann ich mir jetzt vorstellen, was morgen mit dem Kram geht. Ich mache jetzt mal das Gegenteil und du fragst mich dann, wie soll das denn gehen? Aber ich glaube, wenn wir das Patientenportal in seinem originären Sinne betrachten, dann betrachten wir mal als erstes den Patienten und als zweites die Interoperabilitätsplattform. Was wird mit dem Patienten passieren, wenn wir es wirklich zu Ende denken, haben wir am Ende einen digitalen Zwilling von uns. Und der tritt die Reise an. Dann ist es nicht mehr ein Patientenportal, in dem ich einen Termin mache, sondern es ist meine Identität, die mit meinen Attributen ausgestattet ist und diese Daten machen eine Reise. So, und jetzt gucken wir auf die andere Seite. Da, wo Ralf eben so schön die Interoperabilitätsplattform beschrieben hat. Ich glaube, das ist richtig. Die Krankenhäuser, die Arztpraxen, die MVZs, all das wird sich schlicht dekonstruieren und wird Elemente der Versorgung in einem Gesamtsystem werden. Wenn wir in andere Staaten gucken, dann sind die uns da schon ein ganzes Stückchen voraus. Und dann ist es egal, ob der Patient den Zustand ambulant, stationär oder rehabilitativ hat. Gibt sowieso nur in Deutschland Rehabilitation. Also ich glaube, der Patient hat einen Zustand und die Versorger sitzen auf einer gesamthaften Technologie, die es ihnen ermöglicht, arbeitsteilig die Dinge zu erbringen, die sie am und mit dem Patienten tun müssen. Und deswegen, wenn ich weit gucke, digitaler Zwilling und eine völlig dekonstruierte und neu geschaffene, modularisierte Gesundheitsversorgung. Jetzt bin ich komplett erschrocken, also nicht von dem digitalen Zwilling, sondern davon, dass unsere Stunde fast rum ist. Aber bitte. Okay, das schön, dass ich noch so viel Raum kriege, aber... Kein Druck. Nein. Kann dem sehr stark zustimmen und versuche jetzt mal so ein bisschen den Schritt im Grunde, wie kann man da vielleicht Brücken bauen, um dann da mehr hinzubekommen. Und was schon sehr real und schon anfassbar ist, ist vielleicht die Überlegung, wie kann man vielleicht schon Prozesse, im Grunde genommen, dass eben Vitaldaten zu Hause noch mit integriert werden und über das Patientenportal tatsächlich auch in der Verfügbarkeit fürs Krankenhaus mit übertragen werden, vielleicht unterstützt werden können. Oder vielleicht überhaupt eine Diagnostik vielleicht auch ganz anders vielleicht auch stattfinden kann, dass sie im Grunde genommen den häuslichen Bereich und die Unterstützung daraus mit einbezieht und vielleicht der Patient nicht unbedingt vor Ort kommen muss an der Stelle. Und ich rede jetzt nicht von Videokonsultationen, sondern ich rede davon, warum nicht ein Testkit, mehr oder weniger, mit Tracking
Möglichkeit, mehr oder weniger die Patienten nach Hause schicken oder eben das Variable, mit dem man diese Daten im Grunde aufnimmt, eben nach Hause schicken, da mehr oder weniger den Prozess schon so starten, um dann im Grunde genommen die Grundlagen und die Daten zu liefern, um den digitalen Zwilling aufzubauen. Das wäre dann der Weg und über die interoperable Plattform dann auch strukturiert die Daten schon so eben mit bereitzustellen, dass im Grunde genommen das auch gut integriert ins KISS hinein, bei auch einer entsprechenden offenen Haltung des KISS-Anbieters dann auch entsprechend diese Daten mit zu übernehmen. Das wäre doch vielleicht dann der schöne Abschluss jetzt. Ganz, ganz vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch, bedanke mich bei dir, Andreas, bei dir, Bernhard, bei dir, Ralf und Frank und Marc, für die vielen Aspekte. Ich glaube, wir könnten noch, bis der Theaterhaken kommt und die Messe gongt, aber lass uns irgendwann noch mal ein bisschen Spannung halten und dann reden wir demnächst noch mal. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank.